So, hallihallo und willkommen zu einem neuen Video. Ist ein Video, palim palim, die Post war da. Und da müsste jetzt theoretisch meine Festplatte rauskommen, wo ihr kurz Video gemacht habt, dass die Festplatte gerade im Angebot ist. Und ich habe auch gerade nachgeschaut, die ist immer noch im Angebot. Also wird sich lohnen, die zum Kaufen. Ich habe sie mir dreimal bestellt. Eine ist heute gekommen und die andere, die kommt jetzt dann noch irgendwann, ich glaube nächste Woche, am Mittwoch. Und wir gehen mal runter auf den Tisch. Packen wir das Ganze mal aus. So. Und wie fast alles, wenn ihr was bestellt, dann bestelle ich einen Warehouse-Deal, aber da muss ich sagen, bei der Festplatte hat sich das jetzt eigentlich nicht unbedingt gelohnt. Die kostet 88 Euro und im Warehouse-Deal habe ich sie für 86,24 Euro gekriegt. Also Ersparnis minimal. Jetzt hoffe ich mal, dass der Lieferumfang komplett ist. Wenn der komplett ist, weil die Verpackung würde ich oder so wegschmeißen. Wichtig ist, dass die Festplatte funktioniert und dass alles dabei ist. Und so wie es aussieht, ist alles dabei. Festplatte. Bedienungsanleitung. Und das USB 3-Kabel. So, Bedienungsanleitung werde ich wahrscheinlich nie reingucken. Es ist also die Festplatte, also die ist echt wirklich klein. So, ja, kleiner wie ein iPhone zum Beispiel. Also ist halt echt optimal geeignet, dass wir die auch mal mitnehmen können. Und was halt echt richtig gut ist, wir haben hier nur ein USB-Anschluss, mir braucht keine externe Stromversorgung. Nix. Dann kann man die praktisch überall benutzen. Und jetzt auch hier vorne so ein USB-Hub. Mal, ob ich das hier einfach einstecken kann. Ja, ausgesteckt. Irgendwas hat dumm gemacht. So, jetzt habe ich einen USB-Hub und stecke die Festplatte ein. Wird auf jeden Fall erkannt. Hat man gerade gehört. Datenträger. Masse-Speichereinstellungen konfigurieren. Komm mal auf. Ordner öffnen. So wird mir erkannt mit 4,54 Terabyte, also 5 Terabyte hat die Festplatte. Die ist leer. Jetzt habe ich halt, ja, will. Also ich zeige euch mal, dass die Festplatte noch im Angebot ist. Man kriegt sie noch für 88 Euro und da kann ich echt jedem empfehlen, wenn jemand Speicher braucht, jetzt zuschlage. So, das ist so meine Übersicht. Das ist jetzt die neue Festplatte mit 5 Terabyte. Habe ja eine 11 Terabyte oder beziehungsweise 12 Terabyte Festplatte vor kurzem gekauft und eine 14, 12 und 14 Terabyte. Ja, hier 12,7, die ist 14, der hat 14 Terabyte und die hier mit 10,9 Terabyte, das ist die 12 Terabyte Festplatte und man sieht, die zwei Festplatten, die sind eigentlich schon ziemlich voll. Und jetzt kann die von der Festplatte auf die kleine hier halt einfach Dateien auslagere, die wo ich jetzt eigentlich die nächste Zeit brauche und das sie dann in den Schrank und fertig.
Was jetzt ich mal schnell überprüfen kann, wie schnell ist denn die Datenübertragung, wenn ich da jetzt was rüber kopiere. Nehmen wir mal irgendeine Datei, was jetzt hier auf dem Rechner haben. Mal kopieren. Guck mal, ob ihr da vielleicht mitzugucken könnt, ob mir das angezeigt wird. Einfügen. Also die schreibt mit 120 MB. Eigentlich eine normale Geschwindigkeit. Finde ich ganz okay. Extern, ohne Stromversorgung, ohne nix. Die kann ich überall mitnehmen, an jedem Rechner einfach USB-Einstecker haben die Daten dabei, wenn ich sie mitnehmen will. Und was mir halt echt richtig gut gefällt, ist, wenn ich da jetzt mehrere habe, so eine kleine Festplatte, die da irgendwo beschriftet, kommt in den Schrank rein und dann kann ich die rausholen, wenn ich weiß, dass ich die Daten brauche. Weil man hat halt auch viele Zimmer auf dem Rechner, das braucht man halt immer und Löscher ist das, will man es auch wieder, weil man könnte es vielleicht irgendwann nochmal brauchen. Und da finde ich das halt echt mega geschickt. Klein, kompakt, mit 5 TB relativ viel Speicherkapazität. Mir gefällt's. Jetzt gucke ich mal, habe ich hier ein Outro drauf? Jawohl, ich habe ein Outro. Das sage ich mal, danke fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wir sehen uns im nächsten Video.